Hallo und willkommen wieder zurück zum nächsten Part mit Mass Effect Andromeda. So. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Wir machen weiter mit der Sammlung der unterschiedlichsten Aufträge. Das Gerät ist also in dieser Verwahrstelle drinnen. Die Ausgrabungsstätte. Ich komme da, glaube ich, auch nicht rein. Ein Schild müsste man ja umgehen können, nur indem man eine Hauptbasis platt macht. Denn Eingang befindet sich hier ja nicht. Das sind alles überall nur Verteidigungsstationen. Da ist ja kein Terminal oder kein Zugang an und für sich dabei. Nö, das können wir leider abhaken. Da kommen wir erst rein, wenn wir da unten das Ding vernichtet haben. Das Ende der Wache. Das nehmen wir mal mit. Meine Wacht ist niemals vorbei. Jetzt habe ich Bock auf Game of Thrones, verdammt. Staffel bald mal. Weiter geht's ab. Dann. An jene, die uns folgen. Die Leute aus Da Hylast waren verbündet. Sie haben uns Unterkunft gegeben und uns geholfen, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten. 8 brave Familien haben uns willkommen geheißen, wie ihresgleichen. Jetzt werden wir ihren Tod rächen, als wären sie unser Fleisch und Blut gewesen. Die Cat haben entdeckt, was Da Hylast für den Widerstand getan hat. Sie haben alle hingerichtet. Wir haben Mütter gefunden, die auf ihren Kindern lagen. Ehemänner und Frauen, die direkt neben ihren alten Eltern getötet wurden. Diese Bilder werden uns alle für immer verfolgen. Wir werden den Cat diesen Schmerz 1000-fach vergelten. Unsere Zelle wird Rache an diesen Schlechtern nehmen und so viele Leichen auf dem Eis zurücklassen, dass man sie aus dem Orbit erkennen kann. Der Widerstand lässt sich nicht negieren. Ja. Es gibt hier ein aktives angaranisches Datengerät. Das sollten wir uns mal ansehen. Ah, schon. Ist erledigt. So, und jetzt wollen wir aber hier rüber. Das sind die Ruinen, die wir suchen. Zeit, ein bisschen Tech mitzunehmen. Lade nach! Ui, Relikt-Artefakt. Spiel mal wieder eine Runde Sudoku. Also, 3 sind hier schon gegeben und hier ist noch eins Fragezeichen. Ich kann also keine Lösung hier auch... Ah ne, das Fragezeichen ist eine, oder? Nee. Aufgrund der fehlenden klügen Informationen. Ich würde sagen, uns fehlt noch etwas. Ja. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Lass mich raten, ich muss irgendwie da hoch.
Ach, guck mal, da hinten. Das sollte es gewesen sein. So. Das heißt, in dieser Reihe darf es noch eines davon geben. Ne, Moment. Quatsch. Also hier. Hier muss das hier hin, weil es geht sonst gar nicht anders da. Das heißt, das letzte Symbol von da muss hier hin. Das wiederum bedeutet, in dieser Reihe darf das ja nicht hin. Das ist schon drinne. Das gibt es noch. Und das... Das haben wir schon. Da das drin sein muss, kommt ja das als nächstes. Umkehrschluss, dann muss das hier hin. So, bleibt die Reihe noch frei? Die Reihe noch frei für das Symbol? Ein Muss ist jetzt auch, dass es nicht das und das hier oben sein darf. Hier oben darf aber auch das Symbol nicht mehrfach kommen. Hier wäre F noch möglich. Nächste F wäre nämlich hier. Hätten wir die Reihe komplett, das komplett. Hier muss dann... Ne, das Symbol ist ja schon drin. Dann ist es das hier. Das ist dann auch viermal vertreten. Und dann noch dieses, das hier, 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 hier. Korrekt. Das war's. Können Sie das für Ihr Projekt gebrauchen, Pibi? Sieht so aus. Echt coole Rel-Tech. Rel-Tech? Ja, eine Abkürzung, die ich mir ausgedacht habe. Rel steht für Relikte und in Ordnung. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Vielen Dank. Besuchen Sie mich mal auf dem Schiff. Ich gebe Ihnen dann einen aktuellen Statusbericht über das Projekt. Okay, das klingt doch vielversprechend. So, nehmen wir jetzt das Geknubbels da oder fahren wir weiter? Ich würde sagen, wir gehen ins Geknubbels holen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären hier draußen stationiert. Das muss schrecklich einsam sein. Dort vorne ist ein Dar. Kälte, Dunkelheit. Ich könnte das nicht ertragen. Dann gehen wir mal zu einem Dar. Hey, könnten Sie mir mal helfen? In Ihrer Nähe ist ein getarnter Pirscher. Ich habe ihn verloren. Könnten Sie einen Scan machen und mir sagen, wo er sich versteckt? Hab ihn. Hier drüben. Nicht übel. Ich habe das Ding den ganzen Tag verfolgt. Danke für die Hilfe. Kann man den geheimnisvollen Scharfschützen kennenlernen? Warum nicht? Finden Sie mich. Cooler Typ. Das Zertifikat hätte niemanden aus Nostrake verschleppt. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Die Kett halten sich von der Stadt fern. Sie haben Angst vor ihr. Hallo. Das war ein guter Schuss. Danke. Mein Vater hat mir das Schießen beigebracht, sobald ich alt genug war, um eine Waffe zu halten. Ich bin froh, dass ich nicht auf der anderen Seite dieses Dings stehe. Solange Sie nicht zu den Kett gehören, sind Sie sicher. Haben Sie hier draußen schon mal auf Relikte geschossen? Ich sehe sie nicht allzu oft.
Ich habe gehört, es soll irgendwo ein großes geben, aber ich habe es nie gefunden. Kommen die Cat oft hierher? Nur ein paar. Die Patrouillen des Widerstands halten die meisten auf und sie kommen nicht durch. Ich kümmere mich um die Verstreuten, normalerweise Pirscher, wie der, bei dem sie mir geholfen haben. Schießen sie auch mal daneben? Ich? Niemals. Passen sie auf sich auf. Wir sehen uns. Ja, der hat mir gefallen. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Die Jara beunruhigen mich. Sie finden direkt über einer Yevara-Route statt. Ich glaube nicht, dass sie so tief bohren können, um dadurch irgendeinen Schaden anzurichten. Aber es könnte ihr Wanderungsverhalten beeinflussen. Und wir wissen nicht, welche Auswirkungen das hätte. Sind Sie hier, um die Yevara zu beobachten? Was sind die Yevara? Wenn Sie über den gefrorenen See laufen, können Sie sie unter dem Eis sehen. Sie leben seit Jahrtausenden auf Wold. Die Geschichten über die Yevara sind die einzigen angaranischen Volksmärchen, die die Geißel überdauert haben. Sie sind wunderschöne, intelligente Geschöpfe. Die engste Verbindung zu unserer Vergangenheit. Und jetzt werden Ihre Leute sie jagen, bis auch der letzte von ihnen tot ist. Sollte ich vielleicht etwas wissen? Seit Ihre Gesetzlosen auf Wohl gelandet sind, um hier zu jagen, haben Sie schon 2 Dutzend Yevara getötet. Wir haben nicht die Ressourcen, um diese Wilderer aufzuspüren. Und der Widerstand hat auch so schon genug zu tun. Wenn das so weitergeht, wird unsere einzige Verbindung zu unserer Geschichte für alle Zeiten verschwinden. Ryder, Sie müssen diese Jäger aufhalten. Die Yevara sind für die angaranische Kultur von entscheidender Bedeutung. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen. Ich würde Sie gerne begleiten, Ryder. Sie sagten, es gäbe bei Ihnen Volksmärchen über die Yevara. Ja, aus irgendeinem Grund sind die Geschichten über die Yevara die einzigen, die die Geißel überdauert haben. Die meisten von ihnen drehen sich um dasselbe Thema. Ein Lied der Yevara, das so schön ist, dass es die Sonne hervorlocken kann und die Sterne enthüllt. Das sind natürlich nur Legenden. Aber wenn man seine gesamte Geschichte verloren hat, sind Legenden nun mal kostbar. Ich verstehe, warum ihnen die Yevara so wichtig sind. Nicht nur uns, sondern allen, Angara. Sie sind ein Symbol für das, was uns die Geißel genommen hat. Wir dürfen sie nicht verlieren. Erzählen Sie mir mehr über die Yevara. Sie sind beeindruckende Geschöpfe, die sich durch komplexe Lieder verständigen. Vor langer Zeit konnten wir diese Lieder selbst hören. Aber die Geißel hat die Yevara unter dem Eis eingeschlossen. Deshalb müssen wir uns jetzt mit verrauschten Aufnahmen begnügen. Wie können sie unter dem Eis überleben? Das weiß niemand. Wir widmen unser Leben dem Studium dieser Geschöpfe, konnten aber bisher noch keine Erklärung finden. Sie sind von Nahrung und Sauerstoff abgeschnitten und schaffen es dennoch zu überleben. Meine Kollegin hier vertritt die Theorie, dass sie möglicherweise Relikte sind. Aber wir haben natürlich keine Möglichkeit, diese Theorie zu bestätigen. Ich überlasse sie dann mal wieder ihrer Arbeit. Ishari. Was sie meinen, ist, glaube ich, wenn ich sie sehen kann unter dem Eis. Würde ich sie auch gerne mal sehen. Ist das da eine? Oh ja. Ach du Scheiße, ist das Ding groß. Okay, cool. Automatische Protokolle. Das ist Techix. Zumindest laut meiner Karte. Wir müssen Baxil finden. Nils Schwester. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Würde sagen, Umweltkontrolle. Temperaturen hier machen wir im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin, sayonara.